zu einer weiteren Folge von We Will Put Us World. In der letzten Folge hatten wir, wie man es wahrscheinlich schon sieht, hier das Ganze ein wenig höher gezogen. Und ich würde das auch ganz gerne in dieser Folge machen, allerdings aus einem anderen Grund. Nämlich würde ich hier jetzt mal ganz kurz gerne das Fenster rein skizzieren. Dafür werden wir auf jeden Fall hier hochgehen und natürlich ist das Fenster nicht so niedrig. Ich würde es mal auf, ich mache es einfach mal ein bisschen höher, so erstmal 4, dann jetzt hier 6 und dann hier 8. Ich denke mal, so eine 10er Höhe ist ganz angemessen. Ach ja, ihr seht es wahrscheinlich schon, ich habe wieder Steine im Inventar. Das liegt daran, dass ich in der Base war, eigentlich die Folge starten wollte, es aber vergessen habe und dann mir einfach so im Offline die Sachen aus dem Ofen geholt habe und schon verarbeitet habe. Naja, ich bin ein Schussel. Ich denke mal, diese Höhe für das Fenster ist ganz okay. Ja. Dann würde ich hier aber mal ganz kurz noch, Moment mal, ich muss überlegen. Ja, ich mach's mal hier schön so und so. Denn hier wird es auch einen Ausgang nach draußen geben. In diesem Bereich, wo eben außenrum von der großen Halle dieser Weg rumführt. Und da wird hier eine Türe sein. So. Dann jetzt mal hier nach oben. Aktuell haben wir übrigens immer noch den 28.10.2017 und diesmal ist es 17.24 Uhr. So. Ab hier werde ich jetzt mal noch nicht höher ziehen, sondern ab da hinten, wo wir es auch jetzt gerade wirklich brauchen. Hier nämlich. So. Machen wir das mal hier so. So, die Musik ist ein bisschen laut. So. Dann machen wir das hier so. Genau. Noch einen Tick höher. So, also wenn ich hier runterfallen sollte, das wäre glaube ich nicht so gut. So, und ihr seht, ich habe mir mehr als genug Steine eingepackt. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt schauen, dass wir genug Steine haben irgendwie. Ja, es wird uns auf jeden Fall reichen. Das wollte ich damit sagen. So, jetzt geht's hier noch. Sind es jetzt hier? Moment mal. Ich würde jetzt gerne mal wissen, auf welcher Höhe ich hier bin. Deswegen werde ich jetzt mal ganz kurz hier so entlang bauen. Um zu schauen, wie hoch das denn jetzt bisher noch werden muss. Und okay, 3 Steine höher. So. Genau. Also noch 3 Steine höher muss das Ganze hier werden. So. So. Genau. Und dann werden wir jetzt mal einen Sprung da nach drüben wagen. Moment, wo geht's runter? Hier geht's runter. Und. Hey! Nein! Oh mein Gott, wäre ich da jetzt runtergefallen, dann wäre ich tot. Naja. Dann werden wir uns jetzt hier nochmal ganz kurz hochbauen. So. Und werden das Ganze hier jetzt mal auf die gleiche Höhe ziehen. So. Und zwar wird es ein ganzes Stück jetzt hier höher. Also man sieht schon, das ist echt ziemlich hoch jetzt. Aber naja, so hoch.
hoch muss es ja auch werden und noch höher, oder? Na, ich werde mir die Höhe später nochmal genauer anschauen. Weil jetzt kann ich noch nicht wirklich sagen, wie hoch das denn werden muss. So. Ich weiß bisher bloß noch, dass es höher werden muss. Und jetzt, ja, so, und dann sind es noch 3, genau. So, hole ich mir mal hier noch ein paar Steine rein. Genau, und jetzt sind es noch 3. Das heißt hier 2. Und 3. So. Dann werden wir jetzt auch mal hier runtergehen, mit der Hoffnung nicht zu sterben. Moment mal, wo habe ich denn die Erde? Okay, die Erde ist da. Ach gut, wir sind nicht gestorben. Mach mal so. Und dann hier auch wieder runter. So. Gut. Das Fenster. Ah, das ist jetzt. Moment mal, ich werde mich mal hier hochbauen. Aber erstmal werde ich mir diese Erde hier holen. Moment. Gehe ich hier schön höher. So. Genau. Genau, genau, genau. Dann werde ich mich jetzt mal ganz kurz hier... Ne, ich hole mir noch mehr Erde. Ich brauche mehr Erde. Das ist mir noch zu wenig Erde. So, Moment. Mikrofon näher. So, jetzt sitze ich ein bisschen bequemer in meinem stickigen Zimmer. So. Nehme ich mal hier noch so... Ja, das dürfte, denke ich, mal gut reichen. Okay, dann hier hoch. So. Genau. YouTube. Dagi LP ist live in 30 Minuten. Real Talk, FAQ, Labern und Farmen. Let's Build Hogwarts Live von Dagi LP. Oh, cool. Werde ich später dann mal reinschauen. So, aber jetzt werde ich mich hochbauen. Und jetzt, Moment, so. Und jetzt werde ich mal ganz kurz bestimmen, bis wohin denn das Fenster gesetzt werden muss. Ich würde sogar sagen, bis hierhin. Das heißt, ich mache hier so einen Bogen ab da. Okay, Moment, ich werde jetzt erstmal ganz kurz hier so machen. So, Musik mache ich wieder leiser. Ja, der Ronald Weasley, der wird jetzt gefeiert, weil er, naja, gut Quidditch gespielt hat. Eigentlich gewusst, dass Ron Weasley nur mit jetzt habe ich den Namen der Blonden vergessen, ja, mit dieser einen da eben im 6. Teil zusammen war, um Hermine eifersüchtig zu machen. So. Moment. So. Hier das gleiche nochmal. So, so. Und dann würde ich sagen, so, so.
so. Und hier geht's so. Okay. Jetzt mal von hier an. Ja, Moment mal, da oben noch die Erde wegmachen. So. Und jetzt hier diese Erde wieder mitnehmen natürlich. Dass wir uns einen besseren Überblick hier verschaffen können. Runter. Und sammeln die Erde natürlich hier wieder ein. Gut. Okay. Und wie sieht's aus? Ich find's gut. Ich find's wirklich gut. Ja, das gefällt mir. Allerdings, ich denke mal, ich würde es noch einen Tick höher setzen. Und zwei Blöcke würde ich mal noch höher machen. Da werde ich jetzt aber hier hingehen. Ja, ich denke, zwei Blöcke höher, das dürfte ganz gut sein. Aber ich nehme mal hier noch die Erde mit. So. Und werde mir das Ganze nochmal ganz kurz von hier anschauen. So. Und dann mache ich so, 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 so. Ja gut, okay. Dann hier so, so. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. So. Und dann werde ich jetzt hier wieder weiter runter gehen. So. Und hier immer so zwei abmachen. Wobei ich glaube ich hier so machen werde. Dann hier wieder so. So, schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal an. So, sammeln hier wieder alle Rohstoffe ein. Und hier ist auch ganz kurz. So. Soll ja nichts verschwinden hier. Das ist das Verschwindekabinett, wenn irgendwas verschwinden soll. Professor Dolores Umbridge. Und das sieht doch echt geil aus. Also, ihr müsst wirklich mal ehrlich sein. Das sieht doch echt cool aus. So. Und jetzt werde ich mich noch einmal hochbauen. Das noch einsammeln. Ganz nach oben einmal. So. Und dann mache ich hier so. Gut. Okay. Okay. Dann, was ich jetzt noch schauen werde, ist, Moment. Ich bin immer so kurz vorm Sterben, ey. So. Ist denn diese Höhe annehmbar? Moment mal, wie hoch ist denn die große Halle generell? Also, ob, nee, das ist noch viel zu niedrig, würde ich sagen.
viel, viel zu niedrig, würde ich jetzt mal behaupten. Moment mal, dafür muss ich jetzt erstmal irgendwo hin. Wir waren doch auf Kürbissuche. Hier sind Kürbisse. Werde ich mal für nächstes Halloween noch mitnehmen. Direkt nebenan waren Kürbisse. Ja, ich nehme mal ganz kurz noch mit. So. Ah, da ist noch einer. Komm her, Professor Dr. Kürbis. Geht weg, ihr blöden Blätter, ey. So. Ja. So. Und da hinten sind keine mehr. Gut. Dann, von wo sieht man denn jetzt hier die Höhe? Gut. Von nirgends, würde ich mal behaupten. Außer eben von innen. Ja, dann gehe ich mal nach innen und schaue mir das Ganze nochmal von da an. Moment. Wir wollen ja, dass Hogwarts eine gute Größe hat. Ne? So. Und das ist zu klein. Niedrig. Genau, dann werde ich jetzt mal hier auf die andere Seite nochmal gehen, also in die Eingangshalle. So, und es donnert und blitzt hier gerade, wie verrückt. So, dafür werde ich mich jetzt mal hier hochbauen. Wir haben doch noch Erde. So. Ja, da werde ich mich jetzt hier einfach mal ganz kurz hochbauen. Ja, bis hierhin erstmal, das dürfte, denke ich mal, erstmal genügen hier. So. Wie hoch ist es? Ja, das geht. Ich würde das Ganze, denke ich mal, noch so um, ja, 6 Steine alles höher ziehen. Hier sieht man, was wir denn bisher alles noch hinten rumgebaut haben.
So. Die Folge geht jetzt 20 Minuten. Ich werde mal noch hier die Steine auf jeden Fall mal verbauen. So. Ach, Cedric ist tot. Oh nein. Du warst ein guter Hufflepuff. Naja, irgendwann trifft sie ihn. So. So. Ach, es hört, glaube ich, jetzt auf zu regnen. Jetzt gleich. Ich habe es gar nicht mehr wirklich realisiert, dass es überhaupt noch regnet. Ah, nee, scheint. Würde es noch ein bisschen regnen, aber egal. So. Genau, und jetzt sind wir um die drei. Jetzt hier, das da hier noch. Jetzt noch einmal zwei und dann ist es eins noch. So. Oh, ich finde das Ganze hier so geil. Weil er richtig verliebt in das Schloss. Nein, nicht wirklich, aber mal ihr wisst, was ich damit andeuten, beziehungsweise nicht andeuten, sondern sagen möchte. Dieser Richtung stehen und mit Bergen werden wir, denke ich mal, nicht so viel in Konflikt kommen. Hätten wir jetzt hier lang gehen müssen, ja, dann gute Nacht. Aber dass wir hier so viele Berge außenrum haben, das finde ich sehr gut, weil mein Katuranien da ganz hinten sieht man sogar ein bisschen. Ganz links sieht man Katuranien sogar ein bisschen. So sieht man es nicht wirklich, deswegen drehe ich mich so zur Seite. Ja, wenn der irgendwann mal komplett abgetragen ist, dann haben wir hier noch eins. Da hinten zwei. Oh mein Gott, das ist sogar eine ganze Ebene. Zwei. Und da hinten noch einen dritten. Links. Ah, ich finde es echt cool. So, dann hier wieder sterben erstmal. So, und dann geht es jetzt mal hier noch ein bisschen weiter. Ah, okay. Dann hier so. Und dann hole ich mir mal hier noch ein paar restliche Steine runter. Mach mal hier das da hier. Und mittlerweile ist das Ganze hier schon ziemlich groß, finde ich. Also in circa 50 Folgen, finde ich, bin ich schon ziemlich weit gekommen. Meiner Meinung nach. Also ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet, was ich dann hier bisher gebaut habe. Also in den Livestreams, die ich immer mache, da habe ich einmal als Abstimmung, wie findet ihr das Ganze bisher? Und dann habe ich die Auswahlmöglichkeiten super, scheiße, naja und sowas, naja. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wenn ihr manchmal bei meinen Livestreams zuschaut, ja, dann wisst ihr, was ich meine, wahrscheinlich. So. Genau. Und jetzt, was mache ich denn jetzt am besten? Ha. Ich werde mal nach hinten gehen und mich dann mit der Erde wieder runter... Ah, nee, Moment mal. Das Ganze hier, das muss ja auch mal höher gezogen werden. Da fange ich mal da hinten am besten an. Hier. Wie viele Steine haben wir noch? Ah ja, das geht ja schon noch. So, mache ich mal hier so zwei erstmal.
erstmal das, also diese Mauern, die man hier von vorne sieht natürlich. Also so diese wichtigsten Mauern eben. So. Genau. Dann auch hier diese. Diese Mauer hier. Und dann noch einmal. Jetzt geht's hier natürlich nach unten. Ach, jetzt ist unsere Schaufel kaputt und wir können uns gerade keine neue machen. Das machen wir dann am besten später. So, jetzt erstmal hier runter. So. Dann holen wir uns da hinten den Stein, der runtergefallen ist, wieder. So. Und diesen Stein hier wieder. Genau. Und jetzt werde ich euch mal nicht sagen, was ich diesmal mache. Also was ich jetzt noch ganz kurz am Schluss mache. Das werde ich herausfinden. Moment. Okay, jetzt wisst ihr es wahrscheinlich schon teilweise. Aber okay. Nehme ich mir jetzt mal das da hier und das da hier. Und werde wieder zurückgehen. Ach ja, und ich baue mir mal ganz kurz nochmal zwei Schaufeln. So. Und ich werde mich jetzt hier ganz kurz nochmal hochbauen. Um diesen einen Block da eben zu setzen. Regen passt sogar ein bisschen zu Dumbledore's Farewell. Aber, ja, das ist mir ein bisschen zu traurig für jetzt. So. Jetzt kommt das Unfassbare. Denn jetzt werden wir hier drauf gehen. Und dann sind wir jetzt hier angekommen und werden unser erstes Fenster in ganz Weeble Potter's World setzen. Unser allererstes Fenster. So.
hoffe ich, dass wir uns nicht direkt verbauen. So, weil Fenster bekommt man leider nicht wieder. So, aber jetzt hier mal so. Geht jetzt hier noch mal ganz kurz einen Tick höher. Ja, noch ein Stück, so. 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 Gehen wir jetzt hier wieder runter. Und schauen uns das Ganze noch mal an. Also ich weiß ja nicht, was ihr denkt. Aber ich bin ultra zufrieden mit dem, was ich hier bisher auf die Beine gestellt habe. Richtig zufrieden. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, was ist jetzt auch hier mit der Folge. Ah, nee, Moment, von vorne schaue ich mir das Ganze jetzt nochmal an, ob denn die Höhe jetzt so ungefähr passt. Schon noch höher ziehen, auf jeden Fall. Das ist mir noch ein bisschen zu niedrig. Moment, ich mache mal das Licht an. Hier ist es ein bisschen dunkel in meinem Zimmer gerade. Ist nämlich schon 17.54 Uhr und ich denke mal, ich sollte dann um 18 Uhr den Stream starten. Dann würde mich mal interessieren, was haltet ihr denn jetzt hier davon? Mir persönlich gefällt es super. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mit einem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann leider mit einem Daumen nach unten. Und wenn duper gefallen hat, das wollten wir noch korrigieren. Dann zeigt es mir gerne mit einem kostenlosen Abo, was ihr hier jetzt hier gerne oben rechts beim Fenster machen könnt. Ansonsten verlinken wir ganz nett an und bis dann. Tschüss und